Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir zusammen in ein Wander-Riesen-Trash-Paket, auch bekannt als Trashisaurus 2.0. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und solltest du auch Bock drauf haben, mit mir gemeinsam Beauty zu zelebrieren, dann kannst du diesen Kanal auch super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ja, würde mich mega freuen, denn super viele von euch, die zuschauen, haben mich noch gar nicht abonniert und ich würde es halt hart feiern. Ich habe mir jetzt hier ein bisschen Unterstützung geholt. Ich habe Erwin hier hingestellt. Das ist eigentlich mein Stuhl, wo die Adventskalender immer so draufstehen. Aber ich brauche hier definitiv ein bisschen mehr Platz, denn unser Trashy 2.0 war eigentlich mal so ein kleiner Schuhkarton und ist mittlerweile einfach ein Riesenpaket geworden. Der Hermesbote hat mich sehr traurig, nein, nicht traurig, mitleidig angeguckt. Nun, aber es ist halt einfach so, dass ein paar YouTuber-Menschen sich zusammengetan haben. Manche machen noch YouTube, manche nicht, aber trotzdem haben wir noch unsere Gruppe von Beauty-begeisterten Ladies, die ich euch alle in der Infobox verlinke, ne? Und genau, da haben wir ein Paket damals gehabt, eins, jetzt sind es halt zwei, und das wandert halt immer so durch Deutschland und sucht sich so seinen Weg und Produkte, die bei uns persönlich nicht funktioniert haben, packen wir rein und Produkte, die wir interessant finden, nehmen wir raus. Und das Ganze ist dann halt einfach so ein Wander-Trash-Paket, was total großartig ist und wo wir einfach auch eine gute Truppe sind, die auch sehr privat miteinander kommunizieren über WhatsApp und dementsprechend auch ein ganz großes Vertrauensverhältnis zueinander haben. Und dann ist es halt auch ein bisschen entspannter, wenn man halt auch wirklich benutzte Produkte weitergibt. Das sollte man immer so ein bisschen berücksichtigen. Und ich rufe auch immer wieder dazu auf, wenn ihr Bock habt, euch gerne zu suchen und zu finden, unter diesem Video in den Kommentaren, schaut gerne mal vorbei. Vielleicht ist dort gerade jemand, der in eurer Region, in eurem Land ein Trash-Paket sucht und dann gründet gerne eine Gruppe, wenn ihr mögt. Und ja, ich habe den eben aufgemacht und habe mir gedacht, das ist doch der Wahnsinn. Der sieht ungefähr genauso aus wie Trashisaurus, also einfach riesig. Und wir fangen an mit der ersten Box, in die sich einmal hier jetzt vor mir befindet. Und da haben wir drin von Marie Stella Maris Objet d'Amsterdam ein Body Scrub. Das ist ein Körperpeeling. Was ich rausnehme, werde ich dann da letztendlich auch hinstellen. Ich gucke jetzt erstmal, was in der Box drin ist. Dann habe ich hier von Sunny by René ein Lip Drip. Das ist ein Lippenprodukt. Genau, Sunny by René, mit dem habe ich damals, glaube ich, auch mal Kontakt gehabt. Dann habe ich hier noch eine Foundation, die ich selber auch noch hier habe und auch in meiner Full Face Beauty Boxenkiste noch drin habe. Und zwar von Algologie ist das eine BB Cream. Das ist diese hier. Dann haben wir von Unix Centella Calming, oh, Gel Cream. Das könnten tatsächlich auch Freundinnen von mir eigentlich ganz gut gebrauchen. Das könnte vielleicht wirklich sehr, sehr gut auch was so sein. Das schaut einmal so aus. Ist koreanische Beauty. Dann haben wir auch noch eine Lidschattenpalette aus dem Max and More Adventskalender. Oh, ich müsste mir auch noch mal gleich aufrufen, was ich überhaupt reingepackt habe. Da muss ich mir gleich das Bild noch mal raussuchen. Von Douglas haben wir ein Blotting Powder hier drin, was mattierend sein soll und einen Blurring-Effekt geben soll. Douglas hat wirklich sehr gute Produkte in der Eigenmarke, muss ich wirklich sagen. So schaut das aus. Und finde ich auf jeden Fall interessant. Ich bin aber auch, was Puder angeht, sehr, ich habe sehr viel Puder, ne? Dann habe ich hier auch noch von Zoeva die Caramel Melange. Das ist eine Lidschattenpalette, die ich, glaube ich, auch noch da haben müsste. Oder das ist meine. Das muss ich gleich mal herausfinden. Sind auf jeden Fall schöne, warme Töne. Aber Zoeva gibt es halt so leider nicht mehr, ne? Das ist echt so ein Ding. Dann von Reva Loves Me haben wir hier ein Rouge drin. Glamorous Rose. Das ist ein bisschen schimmernd in der Farbe 08. Von Chili Vanilli habe ich hier auch einen Face and Body Highlighter Stick. Das ist dieser hier. Den hatte ich auch selber da. Habe ich auch nicht so hart gefeiert, weil der doch relativ grob war. Das heißt, im Gesicht konnte ich den nicht so gut verwenden. Von Judith Williams Natural Blush habe ich hier auch noch einen Blush am Start. Das ist ein Cream Blush in einer wunderschönen Farbe. Der hat auch so schön was Peachiges, ne? Dann habe ich von Sephora einen Monolidschatten hier drin in der Farbe Girl Night Out. Der müsste im Adventskalender gewesen sein. Dann haben wir noch einen Revolution Relove Super Highlighter in der Farbe Champagne. Der ist mir persönlich ein bisschen zu goldstichig. Von Larizzi Cosmetics habe ich einen Cream Highlighter hier drin in der Farbe Fame. Und Larizzi ist so die Marke, die damals in meiner ersten Glossy Box, glaube ich, oder eine der ersten Glossy Boxen drin war. Und tatsächlich auch in meinem ersten Video, ne? Ist auch schon 6 Jahre her. Ist mir sehr wahrscheinlich zu dunkel. Das war Sammy. Und
Da hatten wir so einen Contour- oder Bronzing-Stick drin. Das war mein erster Bronzer, den ich hier besessen habe. Total abgefahren. Dann habe ich von Essence Prime and Studio HD Hydra Primer Spray. Das ist dieses hier. Ich habe mich jetzt in letzter Zeit dazu entschieden, dass ich bei Primern doch eher darauf gehen möchte, dass es eben nicht nur ein feuchtigkeitsspendendes Produkt ist, sondern vielleicht auch ein bisschen Glow oder so mit dabei hat. Von Give Them Lala habe ich den Aloha Bronzer hier drin und der ist tatsächlich auch noch in seiner originalen Verpackung. Da dürfte in der Farbe Ibiza doch eigentlich unsere liebe Nicole Nina Wien drauf abgehen, weil die hat den damals echt gerockt, wenn ich mich richtig dran erinnere. Und da war es halt auch, der war mal in der Glossybox Sonderedition, ne? Das wäre so schön gewesen, wenn die auch das hier als Umverpackung genommen hätten, als Verpackung selber von dem Bronzer. Dann haben wir von Eveline den Feel Blush hier drin, in der Farbe 03 Orchid. Ich glaube, das könnte sogar von mir sein. Der war mir nämlich tatsächlich damals auch ein bisschen zu knallig. Von Trended Up den Malibu Wipes Multicolor Blush. Das war ja diese Limited Edition, die Trended Up einfach nochmal ein zweites Mal rausgebracht hat. Von Look by Beeper habe ich hier den Multishade, das Bronzing Powder. Ich meine, dass ich den auch just mal gerade erst in einem Tauschpaket bekommen habe. Von der lieben Caro. Hat auch Schimmer mit dabei. Und das ist ein Frevel, Leute. Das Soft Glam Filter Powder von Catrice. Das ist eins meiner absoluten Lieblingspuder. Das ist der Wahnsinn. Wer packt das denn rein? Jetzt muss ich mal eben kurz mein Bild raussuchen. Bin mir gerade echt nicht sicher, welches von den Bildern das richtige wäre. Denn ich meine, dass ich die beiden auch relativ zeitnah hintereinander bei mir hatte. Deswegen glaube ich, dass das hier das richtige Bild ist. Dann ist auf jeden Fall die Zoeva Palette nämlich von mir gewesen. Und dann nehme ich sie natürlich raus. Und dann wird die auch ersetzt, ne? Also das heißt, dass ich dann auch ein Produkt dafür raussuche, um das wieder reinzupacken, weil das ja offensichtlich dann niemandem gefallen hat. Das ist ja auch der Sinn und Zweck dahinter, dass man dann auch die Produkte entsprechend ersetzt. Puder und beruhigende Gesichtscreme nehme ich aber wo raus? Ich glaube, das wäre ganz gut. Ist ja fürs Gesicht, oder? Blemish Calming, Brightening and Wrinkle Care. Ja, ne? Dann werfen wir mal einen Blick in die nächste Box hinein. Hier habe ich erstmal ein Haartool drin. Oder das sind... Oh, das sind Schleifchen. Da werden sich doch Katrin und Alina mega drüber freuen. Von Invisibobble sind das nämlich solche, Invisibobble Haargummis zusammen mit diesen Schleifchen. Dann habe ich hier die Patch-Palette von Disney. Von Essence, ne? Das ist natürlich... Eigentlich müsste ich die behalten, aber ich weiß, dass die leider von der Qualität nicht ganz so bombastisch ist. Ich fand die Reihe optisch auch wunderschön, ne, von diesen Disney-Tieren, aber leider haben die nicht das halt so hergegeben. Das ist ein recht guter Toner, der aber sehr, sehr teuer ist. Vegan by Happy Skin Original Skin Essence Toner mit Kamille, Calendula und Aloe Vera. Der ist richtig gut, den habe ich auch schon mal verwendet. Von Kaya habe ich ja ein Overnight Eye Serum drin. Kaya ist ja auch eine Marke, von der man wohl öfter wohl auch sowas hört, ne? Kommt in so einem Pumper. Dann haben wir hier drin enthalten Schwarzkopf Tuft X Gliss Hair Repair Sleeky Smooth. Eine Glättungscreme. Nee, die brauche ich jetzt eher weniger. Dann habe ich Malibu Smoothing Cream von Glint. Auch das Anti-Frizz für die Haare verwende ich eher weniger. Dann habe ich hier ein... Ich darf das nicht sagen, das darf man heute ja nicht mehr mit dem Dupe und so weiter. Ein Duft von Larisee, das ist die Farbe 040. Kann ich ja mal meine Nase... dranhalten. Ich glaube, den nehme ich für Freunde raus, möglicherweise. Dann habe ich eine Handcreme, die habe ich aktuell in Anwendung. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Die läuft nämlich, war bei mir nämlich auch, die läuft jetzt dieses Jahr im September aus. Scent of the Day Hand Cream von Tony Moly. Mega süß, ne? Aber wie gesagt, habe ich gerade selber in Anwendung. Und es dauert bei mir auch echt eine Weile, bis ich sowas dann komplett aufbrauche. Von Art Deco Super Rich Hand Cream and Mask. Ach so, eine Handcreme und Maske. Mit weißem Lotus und Reismilch ist es hier ein Pflegeprodukt für die Hände. Und eine Maske von Sand and Sky Australian Emu Apple. Die habe ich noch in einer relativ großen Originalgröße da. So, definitiv rausnehmen werde ich mir das Larisee und auch den Toner. Auch die nächste Box ist eine Glossy Box Box. Und da haben wir drin, oh, von Beauty Bakery. Das ist eine Marke, die ich mir damals auch mal gekauft habe bei Douglas und das ausprobiert habe. Diese Face Palette, die ist mir zu dunkel. Viel zu dunkel, sieht man, glaube ich, auch ganz gut. Dann haben wir hier auch etwas, was mir zu dunkel ist. Soft Coverage Cream von Judith Williams. Das ist diese hier. Wow. Wow, dann habe ich hier die Glow-Up-Cream von M.A.S.A.M. Die ist eigentlich ganz geil. Also die habe ich, glaube ich, auch noch in kleiner als Primer. Dann habe ich von Essence Cracking Magic Nail Top Coat. Sowas finde ich ganz interessant. Aber ich trage halt eher bunte Nägel und weniger dieses schwarze.
Na, feiere ich jetzt nicht so leider. Dann haben wir von Maybelline Express Brow. Das ist so eine Augenbrauenmascara. Ich habe die auch schon mal im Adventskalender gehabt und fand, dass die tatsächlich leider nicht so viel Halt gegeben hat. Ne? Von Glöd, Sophie Elise, habe ich hier etwas drin. Von Glöd. Wer ist Glöd? Oh, auch das scheint eine Base-Palette so sein, zu sein. So schaut sie aus. Aber die ist mir zu warm. Also da die beiden Bronzer werden mir zu warm sein. Der Blush ist mir dann doch irgendwie sogar zu hell oder zu... Da sind auch Schimmerpigmente drin und der Highlighter ist mir auch zu dunkel. Schade, schade. Sieht eigentlich ganz süß aus, ne? Dann von Catrice, yo, Space Glam, der Holo Highlighter. Holla die Waldfee, den kannst du als Monolidschatten verwenden. Also den, ja, war jetzt im Sortimentsupdate ja mit dabei. Dann haben wir von Typology, was bist du? Peptide, Ingwer-Extrakt, ein Sculpt-Treatment. Das finde ich spannend. Oh, das werde ich ausprobieren, also für meine Kopfhaut, ne? Ich denke, dass das auch etwas ist, was man dann als, ja, Leave-In-Serum quasi hat, ne? Oh, Foundation-Geschichte. Da habe ich einmal von Catrice die All About Matte Shine Control. Nee, also nee, nee, ich glaube nicht. In der Farbe 020N Natural. Also farbtechnisch könnte das hinhauen, aber ich bin halt kein Fan von matten Foundations bei mir. Dann von Becca habe ich hier in irgendeiner Farbe, in einer relativ hellen, die Ultimate Coverage 24 Hours Foundation. Die wäre farblich halt echt ein Match, ne? Aber ich weiß nicht, ob die noch gut ist. Weiß ich nicht. Ich meine, dass ich die schon mal hatte und da war die schon sehr, sehr, sehr fest. Ich glaube, die Mädels nehmen es mir jetzt nicht übel, wenn ich mir die einfach mal kurz auf den Handrücken gebe. Oh Gott, ich kriege das. Nee, ich kriege die auch gar nicht rausgepumpt. Nee, nee. Nee. Die ist dann wahrscheinlich einfach schon ein bisschen zu lange unterwegs. Dann in der Farbe 010 von Turn It Up 2-in-1 Camo Make-up in Concealer. Auch das wird mir sehr wahrscheinlich zu trocken und natürlich auch ein Stück weit zu dunkel sein, wenn ich mir das so angucke. Und dann habe ich auch noch hier von Essence die Thick and Wow Fixing Brow Mascara. Das ist diese hier. Hatte ich, glaube ich, auch mal da und das war auch nicht ganz so mein Vibe. Das sollte ja auch ein bisschen an Benefit so angelehnt sein. Aber ich, nee, rasiere mir zwar auch mein Gesicht und so weiter, aber trotzdem, das sieht bei mir immer sehr, sehr schmutzig aus. Aber auch in dieser Box bin ich fündig geworden und nehme diese beiden Produkte raus. Genau, einmal die Glow Up Cream und dieses Typology Hair Treatment. Fahren wir fort. Von Catrice aus der Caviar Gauche Limited Edition habe ich hier ein Fixing Spray, was auch so Glow drin hat. Oh, richtig, richtig cool. Die Caviar Gauche LE wollte ich ja immer gerne haben, ne? Aber ich habe noch allerhand Fixing Sprays da, auch wenn das wahrscheinlich sehr gut was für mich sein könnte. Wohingegen das hier ein bisschen zu krass ist. Kissed by the Sun, das Glow Body and Bronzing Mist. Gar nicht mein Vibe sowas, ne? Nee. Also ich habe so ein bisschen diese glowy Geschichten, die ich mir auf den Körper gebe, aber das ist jetzt nicht so damit bei. Dann habe ich hier das Eclat Nummer 083 Eau de Parfum. Das ist dieses hier. Das riecht nicht so. Das hat im ersten Moment so was Zitrisches gehabt. Und dann wird es aber sehr schnell sehr muffig. Feiert das jetzt, glaube ich, vom Duft nicht ganz so sehr. Dann habe ich von Iconic London eine Eyeshadow-Palette. Das ist dieses Quattro, glaube ich. Ne? Das hatten wir auch irgendwo, ja, in so einer Iconic Limited Edition Box mal mit dabei. Das ist mir zu dunkel, zu kühl. Ich habe meins auch tatsächlich damals weitergegeben. Von Findet Nemo haben wir was drin. Das ist natürlich auch ultimativ süß, ne? Ah, Fische sind Freunde, kein Futter, ne? Das ist mir zu dunkel, leider. Oh, aber voll süß. Dann habe ich hier noch etwas von Avon Ultra Color 60 Sekunden trockenen Nagellackgedönsen in der Farbe Cheers in the Sea. Oh, das hört sich schon mal sehr schön blau an. Oh, das ist so ein richtig schönes Meeresblau. Da muss ich mal kurz hinten stöbern. Ja, ich habe so einen ähnlichen von Gosh, aber ich glaube, diese Farbe gefällt mir dann tatsächlich noch ein bisschen besser. Dann habe ich hier, oh, ich muss auch noch da selber gucken, weil Nagellack hatte ich letztens auch noch ein paar mit reingepackt, ne? Ich glaube, ich habe das falsche Bild aufgerufen. Das heißt, die Caramel Melange war gar nicht von mir, aber das hier war von mir. Ich komme echt, also mittlerweile ein bisschen durcheinander. Ich muss mir da, glaube ich, auch mal Klebis drauf machen. Dann war auch dieses Augenbrauengel von mir.
Genau, weil die Nagellacke haben es jetzt für mich verraten. Denn diese drei Nagellacke kamen tatsächlich von mir aus dem Paket. Ich habe jetzt das richtige Bild wiedergefunden. Okay. Und dann haben wir hier noch drin Toriden Dive-In Serum Low Molecular Hyaluronic Acid Serum. Das ist auch K-Beauty. Also einfach ein Hyaluronsäure-Serum, was dann ja quasi die Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Ne? Sehr interessant. Ja, ich nehme auf jeden Fall diesen Nagellack von Avon raus. Die nächste Box. Hier sind eher leichtere Sachen drin. Oh, sowas finde ich ja auch ganz interessant. Ne? Von Chip Shape ist das ein, ja, so ein Haarband. Also so ein, ne, für die, also wie nennt sich das denn? Stirnband. Ne? Sowas finde ich auch eigentlich immer ganz süß. Ich müsste das selber noch da haben oder ich hatte das mal da. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ich glaube aber, das ist auch ganz gut zum Weiterverschenken. Es ist komplett neu, ne? Das hier ist auch von mir zurückgekommen. Das ist ein Nachbehandlungsbalsam von Isana gewesen. Ich habe da auch nicht so den größten Sinn drin gesehen, muss ich gestehen. Dann haben wir hier, oh, da hatte ich gehofft, dass es auch tatsächlich noch im Paket ist. Das werde ich mir nämlich rausnehmen. Das ist so cool. Da kannst du entweder losen Tee reinmachen und das dann halt so in dein Teeglas hängen. Oder du machst es halt von außen an dein Teeglas für, oder von innen, je nachdem wie man möchte, für deinen Teebeutel. Ne? Finde ich ganz praktisch. Ist halt mit dem Rentier. Das ist jetzt saisonal gesehen eine interessante Kiste. Das hier sind jetzt so ein paar Erwachsenenspielzeuge, die ich mit reingegeben habe. So ein bisschen Schmutzigkram ist immer ganz gut, finde ich. Dann habe ich jetzt hier auch noch drin noch ein Teesieb. Also Leute, ne? Mein Freund hat letztens gesagt, wir brauchen mehr Teesiebe. Also sehe ich zu, dass ich auch sowas hier gerne mal mit rausnehme. Dann habe ich hier eine Handyhülle drin. Die wird nicht an mein Handy passen, auch wenn ich finde, dass die ganz hübsch aussieht. Die ist von Burga. Dann habe ich hier noch so einen Zinkenkamm aus Holz. Ich überlege gerade, ob ich den rausnehme. Möglicherweise. Obwohl... Ja, bei uns haben eigentlich keine Locken oder sowas. Und wenn ich jetzt so unter der Dusche zum Beispiel überlege, dass ich mir da eine Spülung einkämme oder so, würde ich das jetzt nicht unbedingt mit so einem Kamm machen. Und dann haben wir hier noch eine Bürste mit drin. Das ist diese hier von Mermaid Hair. Genau. Ja, ist nicht ganz so mein Vibe. Ich mag das nicht so gerne leiden, muss ich sagen. Ja, da wollte doch jemand eigentlich sich den ASDE-Gutschein rausnehmen. Wurde nicht gemacht. So, ich werde mir jetzt auf jeden Fall die... drei Sachen wieder zurück rausnehmen, die ich reingepackt hatte und die nicht Anwendung gefunden haben. Die beiden Teegeschichten und das Stirnband. Ich habe jetzt hier noch so ein bisschen was, was so auflag. Da habe ich einmal von Longhaar-Mädchen ein Lockenhaltspray, Halt- und Sprungkraft für gestylte und natürliche Locken. Das ist einmal dieses hier. Ich habe gehört, dass das nicht so immens sein soll vom Halt her. Dann habe ich den Ahuhu Thickening Koffein Conditioner. Den hatte ich schon mal, den finde ich eigentlich ganz gut. Dann schauen wir mal in diese Physicians Formula Tasche rein. Oha, die ist auch gut befüllt. Dann wollen wir mal. Da habe ich einmal von Huda Beauty so einen Lip Topper mit drin. Dann von Iconic London habe ich hier in der Farbe Peekaboo. Das ist so ein Lip Plumping Glow, den habe ich glaube ich selber auch noch da, wenn ich mich richtig erinnere. Iconic London habe ich euch auch mal in Full Face zugeschminkt. Finde ich, ist eine ganz interessante Marke. Schaut so aus. Dann haben wir von Mudmaski Sleep Repair Renewal Nourishing Mask. Die habe ich auch noch da. Das ist also eine tolle Marke, die wir öfters auch mal in Adventskalendern oder in Boxen finden. Be Your Incredible Self with Nails Ink London habe ich hier einen Nagellack am Start. Bei Terry dieses CC Serum. Das ist mir zu dunkel. Das ist nämlich in der Farbe 4 Sunny Flash. Allerhand. Dann habe ich hier von Nihan das Haarparfum für duftendes und gepflegtes Haar. Das ist dieses hier. Ich sprühe mir tatsächlich normales Parfum ins Haar. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie das riecht, weil, ne, das ist halt dort, das soll man nicht, aber ich mache das trotzdem. Ich bin ein Rebell. Space Glow von Essence haben wir hier so ein Mood Changing oder Color Changing Lipstick. Wird bei mir halt wirklich immer knallepink, ne. Dann habe ich hier von Cover FX noch was drin. Multichromatic Bronzer Duo. Oh, dazu habe ich mal den Blush gehabt oder habe ihn noch. Aber das ist zu dunkel, Claudia. Das ist zu dunkel. Dann haben wir hier Masken drin. Ultimate Glow Mask von Beauty Glam habe ich hier drin mit Niacinamiden und Vitamin C. Ich werde mir auf jeden Fall eine Maske rausnehmen. Das ist ja gar keine Frage. Das ist
ist uns allen bewusst, dass ich das machen werde. Och, das werde ich auch rausnehmen. Das verwöhnende Cremeöl-Peeling von Kneipp. Das ist wirklich toll. Das ist wirklich, wirklich toll. Dann von Valea ein Handpeeling. Das kann ich auch gebrauchen ab und an mal. Wobei ich das blöd finde in der Verpackung, muss ich gestehen. Dann haben wir hier ganz viele Proben. Die waren aber nicht von mir, glaube ich. Ne? Eine Lippenmaske haben wir hier von Yoti mit dabei. Kann ich mir vielleicht rausnehmen, damit sie gemacht wird. Ja, dann hat sie auch mal ihren Einsatz bekommen. Dann haben wir hier noch Biothermproben mit dabei. Dies, das, Ananas, ganz viele Proben, Leute. Ne? Dann noch so ein Coffee Scrub von, huch, meine Zeit läuft ab, von Mindtan. Das ist so ein Körperpeeling. Das ist so ein bisschen, als würdest du dir quasi den Coffee-Prött von der Kaffeemaschine auf den Körper geben. Dann haben wir hier noch so eine Crememaske mit drin. Oh, ein Pinsel von Fräulein B. Der ist toll, Leute. Der ist richtig toll. Mensch, was ist das denn hier? Aber das mit den Proben, finde ich, ist eine coole Sache, ne? Da haben wir hier ganz viel von aller Welt, mehr oder weniger. The Ritual of Happy Buddha. Let Your Skin Smile Body Scrub. Oh, das ist schön, Leute. Das kann man auch schön mal so verschenken, ne? Das ist toll. Auch eine Mini-Geschichte. Das Clear Brow Gel von Anastasia Beverly Hills. Das ist ja süß. Das ist richtig knuffig. Ach Mensch. Da muss doch jemand ein Herz für haben. Ich habe es, glaube ich, noch in der Originalgröße da. Deswegen, ne? Oh, den habe ich, glaube ich, auch noch. Ist das der Highlighter oder der Bronzer? Ich pack's mal aus. Das Paket kam jetzt von Jenny zu mir. Und da sie ja kein Social Media mehr aktiv macht, habe ich jetzt auch einfach überhaupt nicht sehen können, was sie so reingemacht hat, was sie rausgenommen hat. Finde ich total spannend. Ja, das ist der Glow-to-Highlighter oder der Go-to-Highlighter. Den müsste ich auch noch haben. Welche Farbe bist du überhaupt? Weiß ich nicht. Moondust, das ist der Highlighter, weil ich habe euch auch ein Full-Face-Ciathlon mal gefilmt. Die Marke hat es drauf, Leute. Da ist also mehr Kapitjes hinter, als man denken würde, muss ich sagen. Genau, und der wirkt jetzt im Pfännchen relativ dunkel. Auf der Haut ist der aber gar nicht so dunkel. Ist jetzt hier meiner, genau, auch in der Farbe Moondust. Der ist wirklich schön. Doch, ne? Man sieht, der ist auch so ein bisschen rosamäßig. Den mag ich schon. Guck, und auf der Hand sieht man das auch. Der ist gar nicht so dunkel. Der ist relativ hell, fast schon transparent. Ich mag den. Das sind süße Minis hier drin, ich sag's euch. Auch so Parfumproben, das Angel von Mugler oder Mugler. Dann ein CBD-Serum, Beauty Glam, ein hautberuhigendes CBD-Serum mit 0,1% CBD und 10% Hanfsamenöl. Das hatten wir auch mal irgendwann in der Beautybox drin. Da habe ich erst CBD gelesen und wollte schon meckern. Ich glaube, in der Pinkbox war das drin. Und dann so, ach so, das ist fürs Gesicht. Ja gut, dann ist es okay. Genau, das ist dieses hier. Ja, schön, ne? Also sind auf jeden Fall interessante Sachen hier drin gewesen. Ich nehme mir allerhand raus. Also den Conditioner habe ich mir jetzt schon zur Seite gestellt. Dann hier so ein paar Geschichten, solche Körperpeelings, die kann ich zum Beispiel auch ganz gut in Urlaub mitnehmen. Dann habe ich hier noch eine Maske gefunden, die ich interessant finde. Dann eine Lippenmaske und den Pinsel von Fräulein B. Und ich finde halt wirklich, solche Trash-Pakete sind halt absolute Schatzkisten. Weil das eine, also was der eine halt nicht gerne mag, ist ja nicht grundsätzlich schlimm oder schlecht oder sonst irgendwas. Und deswegen finde ich einfach den Gedanken dahinter richtig toll. Und ja, bin deswegen auch gerne Teil dieser Crew. Und weil das einfach unfassbar süße Menschen sind. Also ich habe sie alle sehr, sehr lieb. Und man hat sich auch über die Jahre, wir machen das ja schon seit Jahren, ne, auch gut kennengelernt. Wir sind sehr eng miteinander. Also ich glaube, dass unsere Mädels gingen auch mit immer so als Erste sich gegenseitig informiert, wenn eine von uns zum Beispiel schwanger wird oder manche haben dann auch einfach Liebeskummer oder sonst irgendwas. Man tauscht sich einfach aus und das finde ich einfach schön. Ja, schauen wir mal weiter. Hier habe ich jetzt mal eine Pinkbox. Oh, von Revolution habe ich hier zuallererst eine Forever Flawless Hydra Dolphin Palette. Ja, die sieht auch sehr, sehr hübsch aus, aber ich mag halt die Qualität von diesen Paletten leider nicht ganz so gerne. Dann habe ich hier noch ein paar Proben drin. Die packe ich jetzt auch einfach mal mit in diese Probenbox oder Probentasche, die wir hier haben. Ne? Man kann sich ja theoretisch, wenn man möchte, auch alles an Täschchen und Taschen und Boxen rausnehmen, wenn man möchte. Ui, hier ist was Großes von Kaya drin. Red Carpet Face Mask, Glow Series, Vitamin E und Jojoba. Ich glaube, ich werde schwach.
Und Trashy muss ja auch kleiner werden, ne? Wir müssen den erleichtern, definitiv. Die riecht auch sehr angenehm. Und ich mache solche Crememasken halt gerne morgens immer. Ja, doch, ne? Mhm. Dann habe ich hier von VH Cosmetics die Mimosa Palette drin. Die ist auch sehr, sehr gut pigmentiert und auch sehr, sehr hübsch. Also sehr in die pinke Richtung. Mag ich auch ganz gerne von den Farben her. Ich glaube, ich hatte sie auch sogar schon mal da. Ja, aber für mich ist es halt leider... Ich habe so viele gute Paletten, einfach auch schon so von Beauty Bay zum Beispiel, dass ich da mittlerweile recht wählerisch werde. Ne? Ich weiß nicht, ich hatte die, glaube ich, mal irgendwann ursprünglich reingetan oder nicht. Ich weiß nicht, hier ist auf jeden Fall ein Klebi dran, dass irgendwer anderes die auch so reingetan hat. Von MAC ist das nämlich diese Botanic Panic Palette. Das Ding ist halt, wenn das Paket dann zu einem zurückkommt, und man die dann wieder bekommt, dann muss man sie nicht wieder rausnehmen. Also im Prinzip muss ich nur die Sachen rausnehmen, die ich letztes Mal mit reingepackt habe. Und da habe ich die Safe nicht reingepackt. Die ist schön, aber ich war halt so enttäuscht von der Qualität dieser Palette, dass ich sie damals auch aussortiert habe. Ich weiß gar nicht, ob das ursprünglich mal irgendwann meine war, ne? Aber einfach nur so zum Konzept des Ganzen. I Love Revolution, Fortunes and Crystals. Die kenne ich ja noch gar nicht. Die sieht ja auch süß aus. Tell Your Fortune with 18 Soft Matte and Rich Metallic Shades. Süß, ne? Aber auch hier Revolution und gerade auch I Heart Revolution sind sehr oft sehr enttäuschend gewesen. Die ist auch cool. Das ist eine bei Beauty Bay Palette, die Six Color Palette Alice in Wonderland. Da haben wir die Grinsekatze vorne drauf. Da haben wir 6 matte Töne drin enthalten. Oh ja, Nuance Highlighter, oh, der Mesmerizer. Ja, den habe ich tatsächlich in einer anderen Farbe, jetzt just mein gerade erst aussortiert bei mir, weil der mir zu grob glitzernd war, leider. Ja, und ja, ist echt schade. Dann habe ich hier den die Philip Kingsley Bond Builder Geschichte, Split and Remedy Geschichte. Lotti London haben wir hier eine sehr neutrale, kühle Palette. The Moves, ja, eine absolut movige Palette halt, ne? Hier sind viele Paletten drin. Von Catrice die Eyeshadow-Palette mit Minnie Maus drauf. Das war damals auch ein Video, was ich gemacht habe. Da war ich so enttäuscht von den Paletten. Ich habe da sowohl die Minnie als auch die Daisy-Palette gehabt. Boah, das war echt tragic, weil ich dachte so, boah, geil, ne? Voll die coole Limited Edition und dann sowas. Terra Naturi Golden Lights, das ist eine Highlighter-Palette. Oder Golden Lights steht hier hinten drauf. Das wird mir zu dunkel sein. Weitestgehend, ne? Der ist mir zu warm. Der in der Mitte könnte vielleicht noch mit ganz viel Glück passen. Und der ist mir viel zu dunkel. Physicians Formula Muru Muru Butter Glow Face Palette. Mhm. Ich hatte die auch mal. Und ja. Oha, der Highlighter ist hier hart gebrochen. Das heißt, ich kann euch das gar nicht so intensiv zeigen. Blush und Bronzer hier drin sind eigentlich ganz hübsch. Vor allem der Bronzer ist halt der ganz klassische Butter Bronzer, ne? Aber ja, der Highlighter, der hat, ich glaube, bei jeder Palette, die aus dieser, keine Ahnung, Charge kam, ist gebrochen. Das war echt wild, um das mal so zu sagen. Und dann habe ich hier noch als letzte Palette die Glamo Camo oder Glamo Camo Palette. Boah, das ist eine der Paletten gewesen, die ich als allererste Lidschattenpalette damals hatte. Und ich habe die irgendwann mal damals aussortiert, weil ich gesagt habe, die wäre mir zu bunt. Das ist eigentlich so witzig, ne? Wenn ich mir die jetzt angucke, denke ich persönlich mir, ja, ist ganz nice, aber ich finde die jetzt nicht so spektakulär. Und Claudi von vor 5 Jahren ist einfach so, oh mein Gott, die ist so bunt, wann trage ich denn mal grüne Töne? Ja. Grün, pink, ey. Lila, einfach alles kunterbunt auf dem Auge, ne? Läuft bei mir. Heißt, aus dieser Box nehme ich dann definitiv die Kaya-Maske raus. Aber es ist nicht schön, wie man sich einfach auch weiterentwickelt und wie sich auch der eigene Geschmack so entwickelt und ändert. Ich finde es eigentlich immer ganz charmant. Die Look Fantastic Beauty Box ist hier auch in der Box vertreten. Und da starten wir mit einem kleinen Schätzelein. Das Glow Tonic von Pixi by Petra. Hatte ich, glaube ich, schon mal da, war mir, glaube ich, zu reizend. Was bist du denn? Was ist das denn? Let it glow. I'm smitten, getting toasty. Blush Authority. Oh, das ist von Tarte, oder? Okay, was ist das? Oh, das ist ja cool. Da hast du einen Highlighter. Na. Ah. Ach, das, ach, hier oben klappe ich das, weil ich da einen Spiegel habe. Da ist ein Highlighter mit am Start. Das drehe ich. Da habe ich einen Blush mit dabei. Oh, ist das cool. Und da ist ein Bronzer. Schade, der Bronzer hat Schimmer.
Wenn der Bronzer jetzt keinen Schimmer gehabt hätte, jetzt mal ohne Flachs, ne? Ich hätte es mir safe rausgenommen. Ach, genau. So sieht das nämlich normalerweise aus. Oh. Oh, Mann. Schade. Weil ich finde das eigentlich total cool, auch so zum Verreisen. Und das ist offensichtlich ja noch irgendwie neu oder so, ne? Also da war noch keiner mit irgendwas drin. Das ist ein richtiger Schatz, Leute. Wow. Hier sind noch mehr Schätze drin. Okay. Krass. Okay, also hier habe ich nochmal einen Toner drin von Numbuzin, die Super Glowing Essence. Das ist ein Toner, auch K-Beauty, der so ein bisschen dickflüssiger ist. Ist eigentlich ganz cool. Ich glaube, ja, vielleicht nehme ich mir den raus. Weil Toner ist immer so eine Sache, ne? Das kann ich immer sehr gut gebrauchen, weil ich halt eine super sensible Haut habe. Also ich brauche halt auch immer einen Toner. Das hilft mir immer sehr. Ein Heat Slayer Iron Spray mit Vitaminen und Castor Oils Rizinusöl von L Vital Dream Length. Das ist ja cool. Ein Leave-In. Für langes, glattes Haar. Das habe ich ja eigentlich, ne? Ich bin ja ein Mega-Fan von Kaimana. Nee, lasse ich drin. Dann habe ich hier von Leni Lash Wimpern. Das ist nicht so mein Vibe. Eine Palette. Oh. Ach so, da war ein Ton rausgebrochen. Das ist diese Boho Vibes Limited Edition von Riva Loves Me gewesen. Nee. Oh, das sind Monos. Dann habe ich hier die After Dark von Urban Decay drin. Oha. Ja, Urban Decay ist echt so eine Sache, ne? Das ist echt so eine Sache. Die haben sich irgendwie gefühlt nicht mehr weiterentwickelt seit einer Zeit irgendwie. Spricht mich nämlich auch nicht so an. Leider. Dann habe ich von Youster hier noch eine Palette mit drin. Oh, das ist eine Blush-Palette mit sowohl matten als auch schimmernden Tönen. Oh, die habe ich selber. The Classics von Tamtam Beauty. Was ist denn hier passiert? Da hat sich irgendwie... Kann ich euch gar nicht zeigen. Dieser Verschluss, womit das halt zugemacht ist, unter die, wie heißt das denn, Verpackung geschoben. Und die kriege ich gerade so nicht raus. Das ist ja blöd. Und dann sind hier noch ein paar Monolidschatten drin. Von Essence habe ich hier welche. Die drei, ne? Genau, Monolidschatten trage ich persönlich ja nicht so gerne. Und ein grüner von Alverde. Somit nehme ich tatsächlich auch nur den Toner hier raus. Dann wollen wir mal weiterschauen, was hier noch weiter vor sich geht. Und zwar habe ich hier einmal ein Parfum, Alex Simone Villa Simone, ein Eau de Parfum. Ist, glaube ich, eher ein Herrenduft oder ein Unisex-Duft. Ist nicht ganz so meins. Dann, ja, so Got to Be, das ist so ein Bye-Bye-Baby-Haar, ne? Ich habe hier ja eine ganze... Ja, heute mal nicht, ne? Weil sonst stehen die hier immer so ein bisschen zu Berge. Die lassen sich selbst durch sowas nicht bei mir bändigen. Dann wunderschön von Kiko aus der Charming Escape Limited Edition. Luxurious Matte Lipstick in der Farbnuance 02. Das ist dieser hier. Und da haben die sich so ein bisschen an dieser asiatischen Beauty-Geschichte orientiert. Und halt auch so ein Bullet rausgebracht, der so ein bisschen geprägt ist, ne? Hier haben wir Signature Wrinkle Fill Up BB Cream Nummer 21 von Misha. Die Nummer 21 ist eigentlich schon meine Farbe. Kann ich jetzt ja vielleicht auch nochmal ausprobieren. Oh. Ah, okay. Und die kommt halt so in zwei verschiedenen Farben mehr oder weniger raus. Und dann vermischt man das. Nee, das ist mir zu dunkel. Oder? Ist halt auch sehr reichhaltig. Oh, ho, ho, ho. Nee, das könnte vielleicht sogar sehr gut sein. Die sieht ja geil aus. Riecht relativ parfümiert, würde ich jetzt mal so sagen. Den Primer habe ich eigentlich selber noch. Vom Dschungelbuch ist das nämlich dieser hier. Den fand ich eigentlich ganz gut. Dann haben wir aus der Positive Vibes Only Limited Edition von Essence ein Color Changing Blush Stick. Das ist natürlich total fancy, weil der halt grün wie die Farbe der Hoffnung kommt. Und dann wird der rosa auf dem Gesicht, aber halt auch wirklich rosa, rosa pink, ne? Von Milk haben wir in der Farbe Work sehr wahrscheinlich, ja, diesen Blush Stick drin. Habe ich auch sogar schon mal leer gemacht.
Ich habe heute noch an einem Bronzer-Stick gerochen, der war mir nämlich gekippt von Milk. Der riecht hier sehr angenehm tatsächlich. Aber hier hat jemand sein Deckelchen nicht drauf gelassen. Das heißt, der wird dir ruckzuck eintrocknen. Dann haben wir von Catrice hier etwas drin. Und zwar ist es ein Rouge-Stick. Der, weiß ich nicht, war das aus einer LE? Sagt mir so gar nichts. Sehr dunkles. Wow. Zwei Lippenstifte. Oh, Kiss O'Clock von Catrice habe ich hier einmal. Ja, der ist wunderschön, aber der ist halt einfach lila, ne? Das ist schon krass. Dann von Essence habe ich einen in This Is Me in der Farbe 04 Crazy. Das ist dieser hier. Und der, huch, ist rausgefallen. Der ist nicht mehr ganz so fresh unterwegs. Ja, er ist in so einem Weinrot quasi. So, schauen wir mal weiter. Von Catrice ebenfalls haben wir hier so ein Cream-to-Powder-Blush. Da haben die ja versucht, sich auch an anderen Marken zu orientieren. Ich habe selber noch einen davon da. Das sind eigentlich ganz gute. NYX Bare With Me, das ist ein Jelly-Primer. Den habe ich auch mal gehabt und aussortiert, einfach weil der nicht so viel in meinem Gesicht gemacht hat, als das, was er hätte machen können. Dann Bella Pierre in der Farbe Amaretto ist das dieser lose Blush. Das ist leider auch nicht so mein Vibe. Ich finde einfach, lose Blushes und Bronzer lassen sich immer sehr, sehr schwer dosieren. Oh, der ist schön. In der Farbe Pearly Rose von Magic, von Emasa Magic Finish. Ein Lippenstift hatte ich auch schon mal oder habe ich tatsächlich noch. Was ist denn mit den Lippenstiften los? Die sind hier alle hochgeditscht, ne? Ja, auch eine schöne Farbe. Habe ich, wie gesagt, selber noch da. Dann habe ich hier einen Lippenstift Case. Open for Magic. My Little Box X MAC habe ich hier drin. Und da haben wir auch noch mal von Catrice einen aus dieser Reihe. Magic Moment ist da die Farbe. Jetzt gucken wir mal etwas vorsichtiger. Der ist halt richtig pink, ne? Der ist auch noch nicht geswatcht. Nicht so wie der lilane. Der war schon einmal ausprobiert. Oh, wunderschön. Ja, das sieht schon hübsch aus, ne? Das ist sehr glamorous. Und dann auch dieses kleine Case mit dabei ist schon süß. Und zu guter Letzt Celebrate the Day. Cream Look Blush and Bronzer Duo Palette. Die finde ich ja schon ziemlich geil, ne? Die habe ich damals auch gesehen. Ich habe ja die aus der Catrice Limited Edition Rose Garden, Garden, irgendwas, Secret Garden, genau. Und da ist der Blush Bronzer und Highlighter drin. Die waren schon sehr vergleichbar und sehr, sehr nice. Also die mag ich gerne. Und ich persönlich finde einfach, unpopular Opinion, dass die Cream-Palette, die ins Standardsortiment jetzt genommen wurde, zwar angelehnt ist an die Secret Garden Limited Edition, wo die quasi getestet haben, würde ich jetzt mal so vermuten, ob das läuft bei den Kunden, aber die haben die nicht so gut meiner Meinung nach hinbekommen. Deswegen habe ich meine auch nicht behalten. Ich glaube, die BB-Cream, die teste ich mal aus von Misha. Gilt das jetzt eigentlich auch als Full-Face-Beauty-Boxen? Ich denke schon, oder? Weil das ist in Boxen drin, das ist Beauty. Kommen dann, kann dann teilweise in mein Full-Face mit reinkommen. So, weiter geht die wilde Reise. Vernasche die Welt, die Snackbox ist am Start. Hier haben wir von Kaya auch eine Lidschattenpalette drin, eine sehr warme, neutrale, also nudefarbene Palette. Glykolsäure, das ist von Catrice 5% Glykolsäure, das dürfte dann ja AHA sein. Ein Overnight AHA Treatment ist mir persönlich einfach zu. Eine Freundin von mir hat mal diese Glykolgeschichte oder AHA-BHA-Kombinationsserum von Catrice verwendet und hat danach sich echt die Haut ganz schön versaut. Das nie. Von NYX habe ich hier den Duck Plump. Hatte ich selber. Nein, danke. Der ist krass. Dann ist hier nochmal ein Toner drin, Dschungelbuch. Den hatte ich selber auch schon da. Ich fand den nicht so bombastisch, um ehrlich zu sein. Ich packe das jetzt auch direkt einfach mal auch in die Boxen so. Wild West irgendwie mit rein, ne? Dann das Wand Trio ist das von Revolution Pro. Da habe ich den Highlighter und den Bronzer selber schon von. Und den Blush finde ich jetzt nicht so ansprechend. Ich glaube, der hat auch Schimmer mit dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann haben wir hier von Averde das Gesichtsspray Melone. Das ist mir viel zu alkoholisch. Das mag ich gar nicht. Dann von Jean Darcelle Lift Detox. Das ist ein Soft Cleansing Mousse. Ja, ein Reiniger, Gesichtsreiniger. Da habe ich auch allerhand von noch da. Ein Gesichtsroller haben wir hier auch mit dabei. Das könnte vielleicht, ich weiß nicht, woher der kommt, also von welcher Marke oder so.
Aber meine Freundinnen fragen mich öfters mal nach solchen Dingen. Das könnte was sein. Dann haben wir hier noch mit dabei von 123. Das ist so eine Marke, die gibt es auch bei Douglas zu kaufen. Super Glow Serum. Das ist dieses hier. Nee, ich hatte mal ein paar Produkte von der Marke da. Ich fand die jetzt nicht so bombastisch, muss ich gestehen. Ein wildes Tütchen. Was haben wir hier? Ein Roll-On Redness Minimizer von Flora Mare. Das ist ein Anti-Rötungsserum. Das ist ja interessant. Ist es dann nur ein Serum oder ist es auch optisch? Achso, dann ist das wahrscheinlich mit Niacinamiden oder Vitamin C oder sowas, ne? Es ist ja bald wieder Mädelsabend, ne? Dann die Face Cream Soothing Moisturizing von Chaya Med. Habe ich noch nicht ausprobiert. Dann von Avant haben wir hier eine Augencreme mit drin enthalten. Ja, wir haben hier Boxen, das heißt, hier muss definitiv auch Avant vertreten sein. Dann haben wir ein Aquagel Hyaluronsäure und Ceramide von Ativi Puri Cholestar. Das ist dieses hier. Da habe ich ja schon eine Creme rausgenommen. Dann von Avant natürlich nochmal ein Serum. Das ist dieses hier. Und von Balea Men haben wir eine Outdoor Protection Gesichtspflege. Die war wohl im Adventskalender drin. Ich würde mich freuen, wenn mein Freund ein bisschen mehr Pflege verwenden würde. Macht er leider nicht. Dann haben wir von Dr. Barbour die Clean Performance Awakening Eye Cream. Das ist diese hier. Die würde ich mir rausnehmen. Und von Elemis Superfood AHA Glow eine Cleansing Butter. Die habe ich noch in der Originalgröße da. Heißt, dieses Mal behalte ich diesen Anti-Rötung-Roller, die Augencreme und den Roller. Oh, dann habe ich hier ein Wrapping Paper Book. Das ist dieses hier. Ah, da kannst du dann, ja, weiß ich nicht wofür, für basteln quasi, so verschiedene Motive rausnehmen. Da sind auch Sticker mit drin und so. Das ist ganz süß, aber ich persönlich brauche sowas eher weniger. Dann habe ich hier aus dem Pelletier Verlag, da habe ich ja auch schon 3, 4 Bücher rausgebracht. Schau gerne mal vorbei, wenn du möchtest. Ne? Hier habe ich das Mirmirs Reisetagebuch. Das ist ein Begleitbuch zu einem Buch, was ich auch da habe. Ich habe das Buch hier auch schon da. Und da kann man dann einfach so ein bisschen die Hintergründe etwas besser verstehen. Dann habe ich hier noch ein paar Produkte, so Nagelsachen. Das ist nicht so meins. Von Manucurist. Oder? Nee, doch, das ist für LED. Das habe ich nicht. Das mache ich nicht. Dann haben wir hier noch mehr von diesem Green Flash. Hat da jemand sein komplettes Set reingepackt? Das finde ich jetzt ja mal ganz interessant. Ist das hier auch eine LED-Lampe, Leute? Bring mich nicht in Versuchung. Ich habe sowas noch nie ausprobiert. Ich glaube, dabei lasse ich es aber auch. Nee. Sind auch ganz nette Farben, aber ich habe halt, also ich mache das eigentlich ganz gerne, dass ich halt auch diese Variation immer wieder habe. Natürlich hält das jetzt nicht Ewigkeiten, wenn ich mir die Nägel mache, aber ich mach's erstmal nicht. Vielleicht irgendwann mal, ist nicht auszuschließen, aber jetzt gerade habe ich da nicht so Bock drauf. So, ich habe jetzt allerhand tatsächlich leer gekriegt. Also ich habe hier eine Kiste leer gekriegt, ich habe diese Kiste komplett leer gekriegt, ne? Finde ich ehrlich gesagt ganz praktisch. In zwei Kisten habe ich noch ein bisschen Platz. Da kann ich natürlich auch Sachen reinpacken, weil ich habe mir auch allerhand rausgenommen. Zu mir zurückgekommen ist gar nicht so viel. Das ist nur wirklich ein sehr spezielles Erwachsenenspielzeug. Dann, ja, dieser Balsam, den kann man vielleicht als Körpercreme dann weiterverwenden. Dann habe ich hier noch dieses Augenbrauen-Ding, was zurückgekommen ist. 3 Nagellacke und dieses Augenbrauen-Gel. Das wird natürlich alles ersetzt. Ja, und dann habe ich mir allerhand rausgenommen. Das habt ihr ja im Laufe des Videos gesehen. Ne? Das waren die T-Siebe, das war das Stirnband. Toner habe ich mir 2 rausgenommen. 3, 2, 2. Ein Parfum habe ich mir rausgenommen, eine Gesichtscreme, ein Conditioner, ein Nagellack, eine Creme, eine Maske, noch eine Maske, Pinsel, Proben, dies, das, Ananas. Also da habe ich doch schon recht eine gute Ausbeute bekommen, um das mal so zu sagen, denke ich mal. Ne? Und ja, das Paket wandert jetzt weiter zu der lieben Katrin von Katrins Welt und so. Also schaut gerne bei ihr auch vorbei, genauso wie auch bei allen anderen Kanälen, die ich euch in der Infobox verlinkt habe. Das sind alles super, super liebe, authentische und liebevolle Menschen, denen man einfach nur zuschauen wollen kann. Kann wollen. Was? Also man muss ihnen einfach zuschauen, weil es einfach liebevolle und tolle Menschen sind. Das ist, lasst ganz viel Liebe von mir gerne dort. Und ja, dann werde ich jetzt noch ein bisschen das Paket wieder neu bestücken. Und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.